Also nachdem wir im letzten Video gesehen haben, wie die ABC-Formel mit der PQ-Formel den geometrischen Eigenschaften zusammenhängt und welche Formen es gibt, wollen wir heute mal einfach ein Beispiel rechnen, um zu sehen, wie praktisch die Gleichung ist, einfach nur zum Rechnen. Das ist dann der Teil, den man für eine Klausur zum Beispiel auswendig lernen kann. Und damit ich jetzt keinen Rechenfehler mache, habe ich mir das vorher alles ausgerechnet und kann dann hier schneller loslegen. Also, ich fange an. Wir machen alle drei Formen mit derselben Gleichung. Also die allgemeine Form ist ja ax² plus bx plus c gleich 0. Das ist also eine quadratische Gleichung. Wir nehmen immer die, wo auf der Seite eine 0 ist, ansonsten muss man alles dahin auflösen. Und die erste Lösungsformel war die, dass die beiden Lösungen gegeben sind durch minus b plus minus Wurzel aus b² minus 4ac, ich kann die übrigens nicht auswendig, durch 2a. Das ist die, sagen wir mal, die Standardformel für die beiden Lösungen. Ja? Plus und Minus geben zwei Lösungen. Manchmal kommt, wenn hier die Wurzel 0 ist, also wenn das b² minus 4ac 0 ist, dann ist natürlich plus 0 und minus 0 dasselbe, dann gibt es nur eine Lösung. Das ist dann der Fall, dass die Parabel genau hier liegt. Dann habe ich nur diese eine nur Stelle. Ja? So, und als Beispiel habe ich genommen 3x² minus 21x plus 30 gleich 0. Das ist also unser Beispiel, was uns jetzt hier bewegt. Und wie löst man das auf? Also man hat diese Zuordnung, das ist a, das ist b und das ist c. Also b ist minus 21, ne, das Vorzeichen darf man nicht vergessen. Und setzt es dann einfach in die Formel ein. Das heißt, wir erhalten dann hier minus minus 21, ja, das ist das b. Und dann setzen wir einfach die Buchstaben hier ein. 21 zum Quadrat ist das gleiche wie minus 21, habe ich direkt mal weggelassen. Naja, man sollte vielleicht hier aus pädagogischen Gründen das erstmal so schreiben. Minus 4 mal 3 mal 30. Und dann geteilt durch 2a. Ich wollte das a ja ersetzen, 2 mal 3. Ja, wir ersetzen erstmal die Buchstaben in der Formel durch die entsprechenden Zahlen aus der tatsächlichen, konkreten quadratischen Gleichung. Und dann müssen wir den ganzen Kram hier ausrechnen. Und das mache ich jetzt mal in ein paar Schritten. Plus, minus, also 21 zum Quadrat, das habe ich mit dem Taschenrechner gerechnet. Kann man natürlich auch schriftlich oder im Kopf, je nachdem, wie man so drauf ist. 4 mal 3 mal 30 ist 360. Und 2 mal 3 ist 6. Und das geht dann weiter. Wie mache ich das denn jetzt am ungeschicktesten? Ich will ja hier noch malen. Okay, ich mache mal weiter. Das ist dann 21 plus minus Wurzel aus 81 durch 6. Und das ist 21 plus minus 9 durch 6. Und jetzt schreibe ich die beiden Lösungen als Paar hin. Ja. Das ist nämlich also 21 minus 9, also 12 durch 6. Und 21 plus 9, also 30 durch 6. Und das ist 2 und die 5. Das ist jetzt die Lösung. Ja? Der Vorteil übrigens dieser Gleichung gegenüber den anderen Formeln, die ich gleich noch mache, ist die, dass wir am Anfang keine Brüche haben. Wir rechnen, wenn wir hier mit ganzzahligen Koeffizienten starten, erstmal die ganze Zeit ganzzahlig und der Bruch kommt erst ganz am Ende. Ja? Also erst hier haben wir Bruchrechnen. In dem Fall kürzen. Und das ist natürlich jetzt zum zu Fuß rechnen bequem, ne? Oder wenn der Taschenrechner keinen Bruch rechnen kann. Jetzt wollte ich noch sagen, also ich habe hier ja den kompletten Ausdruck hingeschrieben. Es gibt auch noch eine andere Art, sich zu organisieren beim Rechnen. Und das ist, indem man diese Bestandteile nach und nach ausrechnet. Also man würde dann, statt den ganzen Term schon hinzuschreiben, erstmal anfangen mit b². Dann sagt man, b² ist 21 zum Quadrat, ist 100, was habe ich gesagt, 441.
Dann rechnet man das aus, ist 360. Ne? Also schreibt man dann zum Beispiel, schreibt man da 4ac gleich 360. Und dann hat das den Vorteil, dass man jetzt nicht immer den ganzen Ausdruck immer wieder hinschreibt. Was manche machen, das ist, die Mathelehrer sehen das nicht gerne, glaube ich. Also kann ich mich zumindest erinnern, als ich in der Schule war. Man schreibt dann 21 zum Quadrat, also man fängt hier innen an, ne, innen bei b Quadrat, dann rechnet man minus 4ac und schreibt dann hier hin, also das ist gleich 441, das stimmt ja. Und dann sagt man, okay, und jetzt muss ich noch minus 360 rechnen, ja, gleich 81. Und dann muss ich die Wurzel bilden. Ja, und wenn man das dann so schreibt, dann ist das natürlich sehr ökonomisch, weil man diese ganzen Ausdrücke nicht immer hinschreibt. Es ist aber mathematisch falsch, was dann auf dem Papier steht. Und man könnte, wenn man ein bisschen durcheinander gerät, aus den Augen verlieren, dass dieses Gleichheitszeichen ja immer nur so zum Teil gilt. Also das ist ja dann so, das hier ist eine gültige Gleichung und die hier, also wir haben dann so überlappende Gleichungen. Und deswegen ist eigentlich die Empfehlung, das mit großer Vorsicht zu genießen, auch wenn es schnell geht. Und man könnte zum Beispiel, um Verwirrungen zu vermeiden, dann lieber hier einen Pfeil malen, statt ein Gleichheitszeichen, ja, an den Stellen, weil dann ist gar nichts falsch, weil ja ein Pfeil einfach nur sagt, ich komme von der 21 zum Quadrat zu 441 minus 360 und dann in mein nächster Rechenschritt ist, dass ich das zusammenfasse zu 81. Genau, also wenn das, bei uns war das so, wenn wir das mit Gleichheitszeichen so in das Klausurbogen geschrieben haben, dann war das ein Fehler. Auch wenn die Rechnung richtig war und das Ergebnis war richtig und alles war richtig, man durfte es einfach nicht so hinschreiben. Okay, jetzt sind wir eigentlich fertig für die, die nur für die Klausur lernen, nur für die Klassenarbeit. Ja? Man hat die Formel im Kopf oder in der Formelsammlung, je nachdem wie die Bedingungen der Klausur sind. Man setzt die Koeffizienten ein, also vielleicht schreibt man sich die kurz drunter, wenn man das nicht oft geübt hat. Macht dann hier die Ersetzung, das B wird eben B, das A wird das A. Ne? Und muss hier nur auf das Vorzeichen achten, ganz wichtig, bei dieser Ersetzung Vorzeichen beachten. Bei diesem B, weil B ist eben, in dem Fall, B ist eben minus 21. Ne? Und deswegen muss man auch überall, wo B steht, minus 21 einsetzen. Okay, also wie gesagt, wenn man das war's schon. Und wir sehen, dass wir, ich habe ja jetzt auch noch viel gequatscht, und es sind gerade 8 Minuten um. Da ist, wenn ich dahin gucke, gucke ich immer auf meine Uhr. Jetzt sind gerade 8 Minuten um, wir hatten die Lösung schon lange vorher. Die Rechnung ist relativ schnell. Eigentlich nur Grundrechenarten, wenn ich jetzt mal die Wurzel zur Grundrechenart ziehe. Und eigentlich ist hier die Sorgfalt das Hauptproblem. Also entweder, dass man die Formel nicht auswendig gelernt hat, wenn man keine Formelsammlung benutzen darf, oder dass man sie sich nicht richtig übertragen hat, oder dass man hier beim Einsetzen ein Vorzeichen schlabbert. Das sind eigentlich die Probleme. Das Rechnen selber gibt jedenfalls keine zusätzlichen Probleme, außer denen, die man vielleicht mit dem Rechnen ohnehin hat. Aber dann machen wir ja andere Videos, die kommen ein andermal. Die kommen von der Reihenfolge gar nicht davor, aber die mache ich ein andermal. So, also hier ist quasi der Klassenarbeitsvorbereitungsteil zu Ende. Jetzt wollte ich aber noch kurz zeigen, wir hatten noch die zweite Form. Also das war die eine Form. Dann hatten wir noch die Form, die sich aus der PQ-Formel ergibt. Plus minus Wurzel aus minus b durch 2a zum Quadrat minus c durch a. Diese Formel, die erhält man, kann man die 2 nicht mehr gut erkennen, ne? Die erhält man, wenn man diese Gleichung erst durch a dividiert, dann ist der Koeffizient vor dem x² ja 1 und dann die PQ-Formel anwendet. Jetzt machen wir einfach genau das Gleiche. Ne? Das ist jetzt der Rechenweg hierzu. Und jetzt machen wir
den Rechenweg zu dieser. Die ganzen Grundsachen, die sage ich jetzt nicht nochmal, also die Werte einsetzen und losrechnen. Also hier haben wir dann eben, wenn wir die Koeffizienten einsetzen, minus 21 durch 2 mal 3 plus minus Wurzel aus minus 21 durch 2 mal 3 Klammern zum Quadrat. Jetzt bin ich hier minus c durch a, also 30 durch 3. So, einfach nur eingesetzt. Und jetzt hat die Formel einen kleinen Rechenvorteil, nämlich dieses minus b durch 2a kommt zweimal vor. Ja, das rechnen wir also nur einmal aus. Also ich kürze die 3, die Minuszeichen fallen weg, dann bleiben übrig 7 halbe plus minus Wurzel aus 7 halbe zum Quadrat und bei 30 Drittel kürze ich auch die 3. Ist 7 halbe plus minus, nee, das ist jetzt, kann man es glaube ich gar nicht mehr. Ich wollte gerade Platz sparen, das ist vielleicht ungünstig. Ich will noch eine Parabel malen. Also gleich 7 halbe plus minus Wurzel aus. 7 mal 7 ist 49, 2 mal 2 ist 4. Ne? Also ein Bruch wird quadriert, indem man den Zähler und den Nenner jeweils für sich quadriert. Und jetzt habe ich hier ein Viertel. Um einen Bruch rechnen zu müssen, muss ich die 10 auf Viertel erweitern. Also 40 Zehntel. Viertel. Und dann kann ich weiterrechnen. Immer noch 7 halbe plus minus 49 minus 4 ist 9. Also 9 Viertel. Und das ist gleich 7 halbe plus minus Wurzel aus einem Bruch. Ich ziehe oben und unten den Bruch. Ich habe das schon so ein bisschen gewählt, dass das hinhaut. 3 halbe. Und dann sind die Lösungen eben 7 minus 3 halbe, also 7 halbe minus 3 halbe, also 4 halbe und 7 halbe plus 3 halbe, also 10 halbe und das ist die 2 und die 5. Ja, also auch Lösung. Okay? Ist der Rechenweg jetzt einfacher oder nicht? Weiß ich nicht. Hauptvorteil von der ist, man kann sich, braucht sich die nicht merken. Man sagt dann immer, ich nehme die PQ-Formel, teile hier durch A, dann kommt man automatisch auf den Weg. Ein kleiner Rechenvorteil ist, dass ich hier diesen Ausdruck nur einmal ausrechnen muss. Das haben wir hier ausgespielt, ne, dass wir gesagt haben, das brauche ich eigentlich überhaupt nur einmal ausrechnen. Und wenn man dann diese Methode nimmt, dass man gar nicht alles hinschreibt, dann spart man sich hier was. Nachteil ist, dass ich hier von Anfang an Brüche habe, schon in dem innersten Term. Ich fange ja immer innen an, beim Rechnen habe ich einen Bruch und muss natürlich dann den Bruch ausrechnen. Okay. Und jetzt kommt noch die geometrische Form. Die geometrische Form, die war komplex im Vergleich zum, also nicht komplex im Sinne von, dass wir jetzt imaginäre Zahlen mit einschließen, sondern der Aufbau der Formel war komplex. Und auch ich, also wie gesagt, ich merke mir, ich persönlich kann schlecht auswendig lernen und deswegen kann ich mir Formeln nur merken, wenn ich sie sehr oft anwende und ich schlage mir die dann immer nach oder rechne mir die nochmal schnell aus. Ne? So, ich hatte die ja geometrische Formel genannt, durch 2a plus minus große Wurzel angefangen, 1 durch a mal große Klammer auf, a mal etwas kleinere Klammer auf, b durch 2a in Klammern zum Quadrat, minus c, große Klammer zu und Wurzel zu. Ja, und der Vorteil der geometrischen Formel lag nicht beim Rechnen, weil ich mache hier a ausklammern, einklammern, schreibe es zweimal hin, wo es einfacher ginge. Und der Vorteil war, dass ich jetzt, wenn ich diese Bestandteile nach und nach ausrechne, dann bekomme ich die Vermessungseigenschaften der Parabel im Koordinatensystem mitgeliefert. Ja, das C haben wir ja immer schon, das war ja der Schnittpunkt im Koordinatensystem. Und wir rechnen jetzt mal dieses schrittweise aus und malen dabei hier drüben
die Parabel. Und wir wissen schon, dass C, das haben wir von Anfang an gewusst, hier, der Schnittpunkt mit dem Koordinatensystem ist jetzt 30. Also ich muss jetzt hier einen Maßstab nehmen, der das erlaubt. Ja, hier ist jetzt meine Parabel. Und ich weiß jetzt schon, ich muss mit 30 hochgehen. Ja? Also hier wäre jetzt mal die 30 und hier die 10. Und das heißt, irgendwie hier ist die 1. Ja? Also sonst kriege ich die nicht auf die Tafel, wenn ich einen anderen Maßstab nehme. Und wir wissen jetzt schon, die Parabel läuft irgendwie hier durch. Also das ist unser C. Ja, die erste geometrische Eigenschaft steht schon in der Ausgangsformel, wenn ich sie in der Form habe. Aber sie steht auch in der Gleichung. Ne? Also haben wir gesagt, diese geometrische Form liefert quasi die Eigenschaften der Parabel im Bild. So, und jetzt, um jetzt diesen riesigen Term nicht immer wieder hinzuschreiben, also ich benutze jetzt nicht die Rechenmethode, sondern ich benutze jetzt die hier. Fangen wir also innen an und rechnen b durch 2a in Klammern zum Quadrat aus. Das könnte ich mir jetzt von hier klauen, ne? Weil das haben wir, b durch 2a ist das 7 halbe und zum Quadrat ist das 49 Viertel. Das haben wir gerade schon gerechnet. Aber ich tue jetzt mal so, als würden wir mit der Formel anfangen. Dann würden wir ja sagen, okay, ich fange an mit b durch 2a. Das ist minus 21 durch 2 mal 3. Ja, die 3 können wir wegkürzen, also minus 7 halbe. Und jetzt mache ich das mal mit diesem Pfeil. Jetzt wollen wir das quadrieren. Hoch 2 heißt das jetzt hier. Dann habe ich die 49 Viertel. Das ist jetzt das. Jetzt müssen wir das mit dem a mal nehmen. Also mache ich wieder den Pfeil und schreibe mal 3. Und dann habe ich 147 Viertel. So, und das ist jetzt das, was wir mal E genannt hatten. E. Nämlich der Abstand von dem Punkt, wo die hier durchläuft, zu dem unteren Mitte Minimum oder Maximum, wenn die andersrum liegt. Die liegt ja so rum, weil die Steigung, nennen wir das, der Parabel positiv ist. So, jetzt haben wir schon unser E und jetzt rechnen wir noch minus C. Ja, also minus die 30. Jetzt haben wir also das E. Und wir haben das C als geometrische Eigenschaften. Und jetzt muss ich die 30 auf Viertel, das ist also minus 120 Viertel. Und habe also jetzt hier stehen 147 minus 120 auf einem Bruch Viertel. Und das sind 27 Viertel. Mal gerade gucken, ob ich das richtig gerechnet habe. 27 Viertel. Und das ist das, was wir H genannt hatten. Zum Zeichnen kann man das jetzt noch mit dem Taschenrechner ausrechnen. Das sind 6,75. Ja, das stimmt übrigens nicht ganz, was ich jetzt hier geschrieben habe. Das ist nämlich minus H. Sprich, H ist minus 6,75. Und also wenn jetzt hier die 5 wäre, 6, 7, dann wäre das also hier, ne? Dieser Abstand hier ist minus 6,75. Unser H. Und das ist der, wo das Minimum, wo die so auftatscht, wo das Minimum sich befindet. Kommt in der Form, das ist ja gerade der Witz, diese Zahlen, das E und das C,
und das h, die kommen beim Rechnen in der Formel vor. Das e können wir übrigens auch nochmal als Kommazahl hinschreiben, dann sind das 36,75. Das ist genau dieser Abstand hier. Das haben wir E genannt. Und das ist 36,75 gleich E. Ja, also die Differenz zwischen dem Minimum und dem Achsenabschnitt, also dem Durchstoßen der Y-Achse. So, wo sind wir jetzt stehen? Wo sind wir eigentlich gerade? Wir haben jetzt schon minus C gerechnet. Das ist also jetzt dieser Term hier. Der Ganze ist jetzt diese 6,75, ne? Die kommt jetzt hier vor. So, jetzt müssen wir noch mit 1 durch a mal nehmen, also sprich durch die 3 dividieren. Also das ist dann 27, ich mache wieder die Bruchrechnung, mal 4 mal 3, die 3 unten hin, dann kann ich die 3 kürzen, sind 9 Viertel. Jetzt rechne ich hier weiter. Jetzt müssen wir die Wurzel ziehen. Die Wurzel aus 9 Viertel sind 3 Halbe. Und diese 3 Halbe übrigens, das kann ich jetzt noch nicht einzeichnen, das ist der Abstand von der Nullstelle zu dieser Mittellinie. Male ich noch nicht. Versatz oder so, ich nenne das mal V hier, gleich fürs Zeichnen. Und dann muss ich ja schreiben, diese minus B durch 2a. Und hier profitiere ich jetzt davon, dass ich das minus b durch 2a, das habe ich schon mal ausgerechnet, das ist b durch 2a hier, also ist minus b durch 2a einfach nur die, das Vorzeichen ändern. Ja, also ich habe hier b durch 2a ausgerechnet und nutze das jetzt wieder, um Rechenarbeit zu sparen und muss jetzt hier hinschreiben plus minus den Wert, den ich aus der Wurzel hatte. So, und diese 7 halbe hier vorne, das ist jetzt unser D. D, also 7 halbe, mache ich nochmal als Kommazahl, gleich 3,5. Also wo sind wir hier? 1, 2, 3, 4. Hier wäre die 5. Das ist also die Symmetrieachse der Parabel. Ja, das ist ja dieses... der Abstand der Symmetrieachse von der Y-Achse ist dieses D. Ja, das kommt jetzt hier einfach in der Rechnung vor. Irgendwo kam das schon mal vor. Ja, dieses D kommt auch hier vor. Also einige Werte kommen auch in dieser PQ abgeleiteten Form vor. Die hatten wir ja auch als Ausgangsbasis genommen. Haben wir die noch ein bisschen umgeformt, damit die anderen Werte auch vorkommen. Und dieses 3 halbe, das ist dann unser V. Hier, das ist dann der Abstand der Nullstellen von der Symmetrieachse. Die liegen ja symmetrisch zur Symmetrieachse, da ist ja Plus und Minus. Ist ja dieses Minus D hier, Plus Minus, oder in der Formel, das ist das D, Plus Minus, also links und rechts. Also Plus Minus, da müsste ich ja sagen, rechts und links. Also eigentlich muss man, ich bin eigentlich eher für Minus Plus, weil ich fange immer links an. Also erst kommt Minus, dann kommt Plus. Aber egal. Das heißt, die Nullstellen liegen symmetrisch im Abstand. Hier ist ja 3,5. Minus und Plus 1,5. V hatte ich das genannt hier. 1,5. Das ist halt dieser Abstand, also Nullstelle zur Mittelachse. Naja, und die Nullstellen, jetzt kann man entweder sagen, naja, ich habe ja jetzt den Mittelpunkt 3,5, jetzt gehe ich 1,5 nach links, dann bin ich bei 2 und 1,5 nach rechts, dann bin ich eben bei der 5. Also da spare ich mir jetzt mal ein langsameres Rechnen. Das sind jetzt eben 2 und die 5. Ja, und damit haben wir dann die Nullstellen bei der 2 und bei der 5. Hier ist das Minimum.
Ne? Und hier muss sie dann durch. Und die muss auch durch die 5. Und dann geht die so steil hier hoch, dass die durch die 30 geht. Also das ist jetzt, ich male jetzt gerade keine Funktion. Das ist halt eine sehr steile Parabel. Also das ist jetzt keine Parabel, weil es ja eierig ist, aber das wäre jetzt mal eine. Die drei Formeln für die Nullstellen einer Parabel. Die ABC-Formel, die PQ-artige Formel und die geometrische Formel mit derselben Beispielparabel einmal durchgerechnet. Die obere ist die, die für die Klassenarbeit relevant ist und mit der man auch sicher und gut zum Ziel kommt. Die zweite ist eher die für die PQ-Enthusiasten unter uns, weil man sich die gar nicht auswendig lernen muss, weil man die ohnehin kriegt, wenn man erst durch A teilt und dann die PQ-Formel nimmt. Die geometrische Formel habe ich noch nie irgendwo gefunden. Also das haben wir jetzt hier für den Vortrag erfunden. Siehe mein letztes Video dazu. Und hier ist eben das, der Charme, dass man während der Rechnung die Größen, die Vermessungsgrößen der Parabel im Koordinatensystem bekommt.